Folge Nummer 38 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir sind im Berchtesgadener Land und haben hier ein dickes Feuer. Letztes Mal kam der zum Löschen, da ist er auch schon und löscht da. Also das wird wohl da gleich weg sein. Das erste hat er schon erledigt. Jetzt läuft er natürlich erst zum Wagen, anstatt einfach das Wasser mal gerade rüber zu machen. Jetzt fährt er wahrscheinlich weg und kommt dann nächste Woche wieder. So sieht's aus. Naja, vielleicht ist es Wasser alle. Kann ja auch sein. Wäre schön, wenn dann der nächste Feuerwehrwagen kommt. Da oben blinkt's. Ich glaube, da kommt auch einer. Ist die Frage, ob da ein Haufen ist und das hat sich erledigt oder aber der schiebt den Müllwagen vor sich her oder was? Ach, der andere hat gedreht und fährt zurück und hält nicht an. Ach ja, der hat ja kein Wasser, alles gut. So, er löscht da, alles wird wunderbar. Wir hatten letztes Mal angedacht, irgendwie U-Bahn-technisch weiter voranzukommen. Ist die Frage, ob wir gleich schon auf U-Bahn gehen und die Straßenbahn weglassen, ne? Das ist die Frage. Gehen wir erstmal hier rein. Dann ist das jetzt die Straßenbahn. Die würde natürlich auch gehen, ne? Vielleicht sollten wir unser System überdenken, wie wir das machen wollen. U-Bahn-technisch von hier nach da, sozusagen, und straßenbahnmäßig von hier nach da. Wäre eine Möglichkeit dann, oder? Dann würde man den Verkehr ein bisschen besser in den Griff kriegen. Das würde bedeuten, wir machen hier vorne eine U-Bahn-Station als erstes hin, wenn. Was haben wir denn hier alles so? U-Bahn-Station, oberirdische. Erhöhte U-Bahn-Stationen gibt es auch, okay. Ja, mich würde ein bisschen interessieren, wie kriege ich da Parkplätze in Park and Ride, ne? Aber das interessiert wahrscheinlich keiner, oder? Öffentliche Transport-Hubs. Großer Endbahnhof. Okay. Großer Bahnhof. Aber das ist jetzt nicht für die U-Bahn, sondern das ist wirklich für die Bahn, oder? Fähr- und Busknoten. Okay. Flughafen, was haben wir hier? Motorrail-Busknoten. U-Bahn-Motorrail-Zugknoten. Interessant, aber ich hätte jetzt den Knoten für Bus und Straßenbahn gehabt und der ist jetzt nicht so interessant wohl. Fähr- und Busknoten. Großer Bahnhof. Wie sieht denn das aus? Auch so groß ist der gar nicht. Ich dachte, der wäre größer. Und da kommen die Gleise dann durch, ne? Ist dann die Frage. Ja, ist keine Frage, ne? Wir haben ja nur das. U-Bahn-Station oberirdisch aus. Ja, das wäre jetzt dann die Frage, ob man sowas zum Beispiel hier hin macht. Eigentlich müsste man den hier hin machen, ne? Aber wo bleiben die Autos? Das ist dann die Frage in dem Spiel, ne? Aber da wird es sogar tatsächlich gehen und das sind ja nur Fußgänger, die da sind. Die können ja dann überall hingehen. Wo die herkommen oder hingehen, ist ja dann nebensächlich. Auf jeden Fall hätten wir die Karte erstmal am Einstiegspunkt mit einer U-Bahn versorgt. Aber ist das da praktikabel? Weil die kommen ja nur reingefahren, die Autos, und nicht rausgefahren, ne? Also hier wäre schon praktikabler, irgendwo das hinzusetzen wahrscheinlich. Hier im Industriegebiet, ne? Hier ist noch eine Lücke. Ja, hast Pech gehabt, hast schlecht gebaut. Auch guck mal, das geht sogar direkt dahin. Ohne dass wir es abreißen mussten. Das ist doch richtig cool, oder? Weiß jetzt gar nicht, doch auf der Straße können die auf jeden Fall dann, wenn, auch dahin. So, und das würde bedeuten, die nächste Haltestelle bauen wir hier irgendwo hin, oder?
kriegen wir die so hin, dass die 180 Grad gedreht wäre. Das wäre cool, ne? Aber das geht gar nicht. Das geht nur so. Hier wäre dann schön, an diesem Kreisverkehr zu machen, ne? Aber die will er mal wieder nicht, ne? Das ist mir zu weit von der Haltestelle weg. Wäre schon schön hier. Komm, da war er. Nützt nix, geht nix anders. Achso, jetzt müssen wir noch Röhren bauen, ne? Oh. Doch, war U-Bahn. Ich hätte schon Sorgen, dass das nicht die U-Bahn war. Die Gleise sehen wohl etwas anders aus. Muss ich dann die Untergrundansicht haben, um die zu bauen? Ich glaube schon, oder? Sit. Da müssen wir hin. Das bedeutet, wir machen so, so. Kann er nicht. Kann er nicht. Oh, das ist ja jetzt der Hammer dann, ne? Wenn wir nicht unter dem Fluss drunter herkommen, haben wir ein Problem, oder? Wenn ich mal erstmal bis da baue und dann hochkomme, das geht. Dann geht's da weiter und da geht's wieder in den Untergrund. So machen wir's. Unsere Haltestation ist da. Naja, dann ist das so. Und die erste Linie wird gleich gebaut, von da nach da. So, vom Industriegebiet ins Wohngebiet, oder wie ist das? Alle fanden das gerade nicht cool, ne? Habe ich gesehen. Ach so, und dann müssen wir von da auch wieder nach da fahren, oder wie sehe ich das? Hä? So, jetzt ist sie geschlossen. Jetzt kann auch jemand fahren, oder? Mhm. So, Straßenbahn haben wir ja gerade übersprungen. Das ist die Linie, die wir uns gerade mal schnell angucken. 150 Leute können da schon mitfahren. Ein Waggon. Haben wir auch nur einen. Das ist schon mal gut. Da können wir das uns mal direkt angucken. Das will ich jetzt weghaben. Geht nicht weg, weil da, ne, niemand ist, der weg kann. Ja, lass den erstmal fahren, oder? Steigen denn da schon welche ein? Das ist die Frage. Nein, es stehen ja noch gar keine da, also steigen auch keine ein. Gut. Ist die Frage, ob das irgendwas entlastet, ne? Oder nur Geld kostet erstmal wieder. Aber Geld kostet ÖPNV sowieso, oder wie war das? Wie wir hier sehen. Und das danach sortieren, ja. Obwohl, der unterste ist sogar mit 59 Leuten besetzt. Fahren 6 Fahrzeuge drauf. 9 Haltestellen. Ich glaube, das ist noch nicht mal so ein schlechter Wert, ne? Ne, den wollte ich nicht, den wollte ich. Könnte man vielleicht ein Fahrzeug runternehmen oder sowas, denke ich mal. Übersicht. Da sind 12 Fahrzeuge drauf. Und alle sind so gut wie voll, ne? Da kannst du dann noch 13. draufsetzen eher. Aber das gibt dann diese Verkehrschaos, ne? Das ist unser Problem, ne? Wer weiß, wo die überall langfahren, ne? Hier halten wir an dieser Haltestelle. Oh, 200. Ja, guck mal, das ist gleich an irgendeinem Kreisverkehr und das ist auch an der Baustelle, alles klar. Das ist hier und das ist der nächste.
Dann haben die eine Nase voll und fahren da lang, ne? Aber wenn ich jetzt mal überlege, dass da vorne eine Haltestelle ist, der fährt dann im Kreis oder? Ach shit, jetzt habe ich es ausgemacht. Lass uns das wieder anmachen. Und das war Linie 2, ne? Lass uns Linie 2 mal gerade bunt machen. Damit wir die sehen, wo die lang geht. Also sie fährt eine ganz weite Strecke, wo gar keine Haltestelle ist, oder wie sehe ich das? Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte einfach dieses Fenster nur verschieben. Kann ich das auch machen? Nein, kann ich nicht. Wieso kann ich das nie machen? Kein Anfasser dran oder sowas. Das ist ja wieder doof. So, aber Haltestellen gibt's. Ich möchte mal meine Ausrichtung gerade haben. Wie ist denn die? So. Also diese Linie ist ja jetzt hier vom Industriegebiet. Die steigen jetzt hier hoffentlich alle dann um. Also das ist die Haltestelle. Die nächste ist... Da, okay, das wäre noch akzeptabel, weil... Und diese können wir sparen. Das war die jetzt, ne? Ja. Und dann haben wir da noch eine. Und sag jetzt nicht, das waren alle Haltestellen. Ne, hier oben sind noch welche. Dann haben wir da noch eine und hier noch eine. Okay. Gut, das bedeutet, da müssen wir ein bisschen was dran herumschrauben. Das ist ja okay so. Ja. Also diese Haltestelle kann man ja mal rausnehmen, ne? Und die wahrscheinlich auch, weil da fährt ja der blaue Bus auch lang, oder? Würde ich jetzt mal so sagen, oder? Das ist die erste. Das war die zweite, die ist ja auch okay. Die dritte braucht man nicht. Wie werde ich die jetzt los? Bus bearbeiten. Ist die jetzt weg? Ich hoffe, das war jetzt die richtige. Okay, die haben wir jetzt verzogen. Oh, das wird jetzt schwierig. Also hier braucht er nicht anhalten, weil die können ja da alle mitfahren. Jetzt müssen wir diese Haltestelle hier loswerden für die Linie, die wir gerade gemacht haben. Welche Linie ist das denn jetzt, bitteschön? Ich habe doch diese Linie ausgewählt, ne? Ich habe jetzt wahrscheinlich zig Linien gerade zerstört. So, die ist das und die kann weg. Jetzt hat das geschnallt. Jetzt ist der grüne Bus weg. Weil den brauche ich nicht mehr. Wenn der da lang fährt... Dann reicht mir das.
Schon alleine, dass er hier lang fährt, ist schon fragwürdig, ne? Die wäre besser auch. Ja, okay. Hier ist ja nicht so ganz so viel, ne? Da ist eine Linie, da ist eine Linie. Vielleicht sollte die noch hier irgendwie lang fahren, aber ich sehe jetzt gerade keinen Einstiegspunkt, der Sinn macht. Oder wir ziehen die hier rüber. Dann würde die hier lang fahren. Hier ist sowieso auch keine Linie im Wohngebiet. Vielleicht macht das Sinn, da einen hinzuziehen. Dann da einen hinzuziehen. Dann fährt die hier lang. Dann ziehen wir die mal hier hin. Und da noch einen hin. Na, das war jetzt doof. Kriege ich das jetzt hier nicht hin? Nein, die will ich ja nicht. Ich will eine Haltestelle von der Linie machen. So. Jetzt haben wir's. Also er fährt da rein, da rum, alles ist gut, ne? Und wenn er da sowieso rumfährt, dann kann er auch auf der anderen Seite halten. So, da hat man einen Austausch. Hier fehlt's ein bisschen. So, das haben wir. So, jetzt ist die Frage. Die fährt hier raus, darüber. Hält hier einer an, ne, ne? Jetzt hält da einer an. Wo fährt denn die lang? Ah, dieses Fenster, das ist voll doof, ne? Also hier durch ist ja ganz nett. Da ist auch ganz in Ordnung. Aber warum fährt die hier lang? Und warum kann ich das hier so doof sehen, ne? Die fährt da lang. Fährt da lang. Das ist ja noch alles okay. Holt da die alle ab. Fährt hier lang. Fährt hier so einen komischen Schlenker. Könnte auch durchfahren. Wäre sinniger. Dann fährt die nochmal jetzt da lang, oder was? Nee, das ist noch eine andere Strecke. Jetzt fährt sie nicht mehr diesen Schlenker. Ach so, den Schlenker muss sie fahren. Ja. Aber warum biegt sie hier ab und fährt da lang? Das geht nur dahin über die Autobahn wahrscheinlich. Das bedeutet, der weg. Und der weg. Die sind hier alle falsch. Und hier, eigentlich muss er dann hier anhalten. Ich will jetzt eigentlich nicht die blaue, sondern ich möchte gerne die grüne. Aber ist sie wohl, oder was? Ja. Die Grüne habe ich jetzt nicht erwischt, ne? Jetzt habe ich sie erwischt. Jetzt fährt die da lang, aber nicht mehr hier lang. Und das ist auch gut so, da kommen die von da oben mit der U-Bahn zurückgefahren.
dann ist dieser ganze Umweg weg. So. Wir sind nur an der richtigen Linie, ne? Ja. Also wir sind hier angesessen. Da ist auch okay. Die fährt jetzt hier hoch, hat hier eine Haltestelle. Mach die mal weg, aber dann fährt die wieder diesen komischen Schlenker. Also, dann muss sie wieder hin. Dafür kann die aber eigentlich weg, die können ein Stück weiter laufen. Hier ist eine Haltestelle. Und hier muss auch noch irgendwo eine Wechselhaltestelle sein, da ist sie. Die fahren dann hier lang. Das macht Sinn, hier lang zu fahren. Und fährt dann hier rüber. Und da ist auch eine Haltestelle. Fährt dann hier lang. Und zu diesem Kreisverkehr wieder hin. Na okay, das ist alles okay. Das können wir so lassen, denke ich mal. Obwohl, das ist auch verkehrt, ne? Wir sollten die großen Verbindungen wollen wir ja eigentlich mit der Straßenbahn machen. Und die kleinen Verbindungen sind dann hier solche Sachen im Wohngebiet. Ich glaube, die Folge ist auch schon wieder fürchterlich lang und wir werden daran nochmal arbeiten müssen. Und das, denke ich mal, machen wir dann in der nächsten Folge, ne? Jetzt gucken wir gerade noch kurz in die Straba rein, in die U-Bahn rein. Ne, das war jetzt nicht die U-Bahn, ne? Doch, das ist sie. Und Passagiere 12. Ja, da fahren jetzt nicht ganz so viele mit, aber das wird sich bestimmt ändern auf Dauer. Vor allem, wenn die länger wird. Und das soll sie ja. Der nächste Halt muss ja dann hier hinten irgendwo sein. Hier am besten. Gucken wir gleich. Sofort basteln. Den machen wir noch. Und schon ist es doof, dass es nicht geht, ne? Oh. Gibt keine Stelle hier, wo ich das dran machen kann. Haben hier so einen schicken Busbahnhof, aber können keine Haltestelle setzen. Das Tool. Ich glaube, ist zweispurig da, ne? Könnte so sein, ja. Ich glaube, das war das. Kriegen wir jetzt hier... Nein, kriegen wir nicht, weil wir die Fliese dahinter nicht haben und dann können wir das nicht bauen. Wahrscheinlich. Das ist der Grund. Können wir eine Fliese noch kaufen? Nee. Gut. Da hat uns das Spiel wieder... richtig Steine in den Weg gerollt. Da müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen. Aber wie, weiß ich noch nicht. Müssen wir schauen, wie wir das machen. Warte mal, lass mal das Stück Straße gerade nochmal wegmachen. Gehen dahin, gehen wirklich dahin und gehen hierhin und versuchen, um die Ecke zu kommen. Oh, geht. Mach mal so. Mal so. Und jetzt versuchen wir mal, die U-Bahn da dran zu basteln. Haltestation ist das. Boah, das kann jetzt nicht sein, oder? Da verstehe ich es ja noch, aber hier, das muss man ja nicht verstehen, oder? Hier muss das hin. Ja, bedeutet... Straße abreißen. Können wir das auch ohne dieses... Das war alles Luxus. Mach weg. Und vielleicht müssen wir mit dem Tool in der nächsten Runde hier Landschaftsgärtner spielen. Damit das besser wird. Kann man das jetzt ausgleichen? Oh. Ja, das hat gut geklappt, ne? Gelände glätten.
Okay. Kann ich das jetzt hier glätten, indem das hier höher kommt? Ich glaube nicht, ne? Der glättet nach unten auch cool, oder? So ist noch ganz nett, oder? Also wir müssen hier jetzt eine riesen Böschung basteln, damit vielleicht das klappt. Ich glaube, das muss hier noch ein bisschen tiefer. Nee, das muss nicht tiefer, das muss hier schon wieder höher. Okay, jetzt ist hier gleich sehr schön ebenerdig. Die Frage, ob wir das hier noch weiter favorisieren können. Ich muss tiefer, ne, nicht höher. So. Schnell noch die Straße gebaut. Hat er wieder hochgesetzt, aber ich habe die Hoffnung, dass wir es jetzt trotzdem hier hinkriegen. Ja, da geht nicht wegen, ist klar. Gelände zu steil, weil es da hinten noch ist, oder was? Hier vorne kann es ja nicht zu steil sein, kann ja nur hinten sein, oder? Da geht's also. Und das heißt, wir müssen noch da hinten ein bisschen basteln. Da muss noch weg. So wird's besser, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob das schon so reicht. Komm, wir probieren es nochmal. So, was ist Gelände? Fällt zu steil. Weil die Straße links wahrscheinlich zu hoch ist, oder was, ey. Ich habe doch schon alles gegeben hier. Zack. Glätten. Nee, das war falsch rum. Kann ich den Punkt auch größer machen, ne? Vielleicht müssen wir die Straße nochmal abreißen und dann gucken, ob wir es hinkriegen. Ja, sieht so aus. Sieht so aus, als ob wir hier was abreißen müssen. So, jetzt nehmen wir noch das Glättenwerkzeug. Da. Da. Ist nicht so gerade so prickelnd. Geht das höher? Was ist das für eine Stufe jetzt hier, ne?
So, wenn ich das jetzt hier weitermache, werden die Stufen mehr. Also ich muss noch ein bisschen höher, oder? Aha, aha. Das war es nicht so, denke ich mal. Umso weiter die Terrassen auseinander sind, umso glatter ist es ja eigentlich, oder? So. Straße. Neuer Versuch. Von da nach da erstmal. Und dann Straßenbahn dran bauen. Da. Da. Fällt zu steil ab. Boah. Alter, ey. Gut, Tool wieder raus. Höher machen. Da ist höher. Ist das so? Besser? Gefälle zu steil. Wo? Wahrscheinlich hier beim Busbahnhof, ne? Ja, nützt nichts. Machen wir in der nächsten Folge. Wir sind schon jetzt wieder in einer halben Stunde von 20 auf 30 Minuten wegen Einebnen. Gut, kümmern wir uns nächste Folge drum. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.